Moin Moin, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Projekt, nämlich, ja, ihr seht es hier, Sid Meier's Civilization 6. Wir haben eine sehr große Karte, jede Zivilisation ist hier vertreten und wir gründen jetzt hier mal schön an der Küste. Aachen. Ist logisch, ne? Aachen. Aber soweit ich das beurteilen kann, hieß aber eigentlich die Hauptstadt von Deutschland. Nicht Berlin, sondern Berlin. So. Ja, wir haben einen Bauarbeiter, den schicken wir einfach nach Berlin. Und unser Krieger, der läuft jetzt hier mal rum. Ihn hier, achso, okay, den können wir gerade noch gar nicht einstellen. So, was forschen wir? Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der Keramik. Dann können wir nämlich ein großes Bad bauen. Und das schließen wir so und wir kaufen ja schon mal überaus wichtige Geländefelder, damit wir die hinterher nicht kaufen müssen, weil die werden dann nämlich mit der Zeit eben immer teurer. Weshalb es dann da ja nicht gerade zu unserem Nachteil ausfällt, wenn wir sie jetzt schon kaufen. So, zack. Wir bauen erstmal natürlich einen Späher. Ja, so, kann ich noch. Ah, okay. So. Du erkundest bitte erstmal und du erkundest natürlich auch. So. Aha. Du hast da nämlich jetzt ein Dorf entdeckt. Ja, Ruinen. Ne, je nachdem, wie man es sehen möchte. So. Der läuft jetzt mal dahin. Dann können wir dann nämlich gleich in der nächsten Runde hoffentlich Weizen anbauen. Hoffentlich. Können wir schon? Ja, können wir. Bäm. Jawollo. Ah, okay, wir können ein Pantheon wählen. Wir haben halt eben alles Mögliche, ne, hier mit heilige Städte, Bezirke, plus einen Glauben und so weiter und so fort, plus als Annehmlichkeit für Städte mit einem heiligen Städtebezirk an einem Fluss und so weiter, ne. Ich würde aber eben irgendwas nehmen, was halt auch dauerhaft sinnvoll ist. Das später Städtewachstum 10% schneller. Bäm, das nehmen wir doch mal. Ja, wir haben die Mystik, haben wir jetzt einen richtig geilen Boost drauf bekommen. So, du willst dir bitte mal da das Lager und mal gucken, was drin ist. 40 Gold. Okay, nehme ich. Nehme ich gerne mit. 40 Gold. Nehmen wir auch, ne? Ein Weltwunder, ein Ick-Kill. Sorry, kein Weltwunder, ein Naturwunder. So. Oh, hier haben wir Bernstein. Das ist natürlich. Oh, überaus verlockend. Jetzt schweigt dieser Vulkan. Doch vielleicht bricht er in Zug. Ah, hier. Lacher See. Das ist ein Vulkan. Ist halt momentan noch inaktiv. Und wie wir sehen. Große Werk. Hier wird scheinbar ein großes Werk entdeckt. Genau hier, Lacher See. Das ist nämlich der Vulkan. Ich mal dorthin. Warum läufst du da runter? Du sollst nicht da runter. Du sollst hier hinlaufen, du Deppe. Ey. Ihr merkt schon, ne? Speer sind nicht gerade. Die ersten Kerzen am Leuchter. Machen wir die mal wieder selbst. So. Und ihr seht halt auch hier schon, ne, in drei Runden haben wir schon den nächsten Speer und in zwei Runden wächst die Stadt hier bereits. Hier ist also auch ein Falter. Und ihr seht, der Fluss dort, das ist die Donau. Können wir hier Schniekiges bauen? Wir könnten hier. Ne, lohnt sich mir alles nicht. Dann nimmst du erstmal schon was gar nichts. So, next round. Dann wächst jetzt nämlich bereits Berlin auf 2 Ich dachte, Bevölkerungs Ton müsste. an. Du marschierst bitte mal weiter dorthin. Und du auch. Und wir haben Barbaren entdeckt. Yeah. Und noch ein Barbarenlager.
Nee. Und wir können eine weitere Forschung wählen. Ich würde mal sagen, wir nehmen... Bewässerung. Dann marschiert jetzt mal wieder runter Richtung Stadt. Oh, da haben wir noch Seide. Sehr gut. Hier sehen wir auch, hier ist der Rhein noch, ne? Die Flüsse und so werden dann immer eben, kriegen dann immer den Namen der Nationalität, der es halt zuerst entdeckt. Nur damit das mal, damit da nicht irgendwie Fragen aufkommen. So, wir werden ein großes Bad bauen. Ich würde mal sagen, wir bauen das Bad da. Genau da bauen wir ein Bad. Und du, Speer, du lass jetzt bitte mal hier in die andere Richtung, nämlich da. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist Norden. Oh ne, erstmal ist es ja Westen. Machen wir uns hier noch das Dorf. John Curtin, I speak for the people of Australia as their Prime Minister. We seek sympathetic allies in the fight against the Hawks of War. Jo, wir haben die Australier entdeckt. Zusammen mit ihrem Prime Minister. Und wir haben Wilhelmina, Königin der Niederlande. Es ist meine große Ehre, U endlich zu ontmoeten. Ja, ist mir auch eine Freude. Ist mir ein Fest. Ach Gott, und schon wieder. Welche Panzersorte? Ja, auch schon hier in der Fluss, da ist jetzt nämlich die Wahl. Wir haben halt eben den Rhein, die Donau. Wir gucken natürlich aber mal nicht, dass hier noch irgendwas anderes ist, ne? Deshalb am Anfang immer ein bisschen mehrfach gucken. Besser einmal mehr als einmal zu wenig. So. Wir bauen dann jetzt hier nämlich noch Reis ab. Krieg gibt halt immer auch nochmal einen Bevölkerungsschub. So. Ich will einfach sagen, dort ist nichts weiter. Dann rennen wir jetzt nämlich auch hier im Süden noch mal weiter gen Westen. Wenn wir jetzt eben auch auf die Stadt klicken, nehmen wir jetzt hier eben John Curtin. Der El Comandante der Australier. Und dann können wir hier Schniekiges bauen. Plus 2 Wissenschaft, plus 3 Gold. Oder eben plus 2 Wissenschaft. Dann geh besser dahin, dann baut da gleich dieses plus 2 Wissenschaftsdings. Aha, hier haben wir also dann direkt Wüste. Und wir haben Poundmaker gefunden. Jo. Es ist natürlich eine Ehre und wir können gerne unsere Hauptstadt austauschen. Da ist also die Hauptstadt von dem sehr geehrten Herrn Kollegen. Seine Stadt liegt nämlich auch am Rhein. Wir wetzen ja weiter Richtung Westen. Bäm, jetzt haben wir hier nämlich auch plus 2 Wissenschaft. Ist nicht zwingend schädlich, das zu haben. Weil Wissenschaft ist nämlich überraschenderweise wichtig. Mein Volk schickt euch Geschenke, Büffelmäntel und Pemiken. Oh, vielen Dank. Sehr aufmerksam, Herr Poundmaker.
Und du schenkst uns Fleischsorten. Und wir haben die Römer entdeckt. Roma Imperator Caesar Trajanus sum. Quis es? Qua terra patria vocas. Ja, Kaiser Trajan von den Römern freut uns sehr und wir können eine Politik einführen. Aber nicht durch Wahrheit. Wenn ihr merkt, ne, wir haben ein bisschen was da jetzt eben freigeschaltet. Ich habe jetzt hier eine neue Forschung. Wir nehmen definitiv den Bergbau, weil wir brauchen. Raschenderweise. Nämlich Produktivität, damit wir das Wunder fertig kriegen vor anderen. So, zack. Wir haben nämlich das Wunder, wir müssen es halt hier nicht nur für eine Militärpolitikkarte entscheiden, weil es Deutschland können wir nämlich zwei Militärpolitikkarten wählen. Dann nehme ich mal Stadtplanung plus 1 Produktion in allen Städten. Ist für uns definitiv ein Vorteil, da wir hier rein zufällig nämlich gerade sogar an einem Wunder werken. Steht vor. Ja, wir haben die Inkas getroffen. Wir sind natürlich erstmal zu allen freundlich, ne? Lassen in den Rücken fallen, kommt dann bei passender Gelegenheit, wie immer, ne? Aha, du schickst uns auch was. Ist ja sehr freundlich. Ihr merkt schon, ne? Alle, die machen ja gerade alle noch einen auf Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wie gesagt, ne? Noch. Das wird sich alles ändern. Ah, der God's River ist das hier also, in dem wir hier gerade entlang laufen. Nehmt diese Geschenke. Bestehend aus